So. Schauen wir doch mal, was es hier sonst noch so gibt. Zack. Keine Gegner hier. Und der Sarkophag. Ist wahrscheinlich, ja, ist auch nur irgendein Behälter. Zack. Oh Mann, ich hoffe so sehr, dass es hier nicht allzu lange dauert, die ganzen Gräber zu durchwursteln, aber ich befürchte es fast schon, dass es jetzt am Ende von Ägypten, weil es ist das Ende von Ägypten, wir werden in einer dieser Grabstätten den Telkile finden, ihn besiegen und dann war es mit Ägypten. Und ja, dann wird es wohl hier am Ende von Ägypten noch eine wunderbare Spielzeitstreckung geben. Die nicht hätte sein müssen, aber komm. Erfahrungspunkte und so. Die schlägt man dann doch sowieso nicht aus. Oh Gott. Ich habe das gehasst, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Aber zumindest scheine ich in diesem Grab auf dem rechten Weg zu sein. Nämlich immer weiter nach unten. Das ist bei Gräbern immer die beste Devise. Ach komm, die großen Statuen hier, die wachen doch gleich auch alle noch auf. Das könnt ihr mir doch nicht verkaufen, dass die da einfach nur so stehen bleiben. Um die Zombies, um die kümmere ich mich nachher. Erst ein bisschen die Feuerfallen weg. Ach so, diese Schreine, das sind auch nur Behälter. Oh, Mechanikteile. Toll, toll, toll. Okay, jetzt kommen die Zombies dran. Alle Mann herkommen. Und dann werdet ihr alle nacheinander abgefertigt. Wie in einer Fertigungsanlage, aus der ihr offensichtlich zu stammen scheint. Denn ihr seht alle gleich. Nicht unbedingt. Hallo? Ich möchte hier bitte... Ach, da hinten ist auch noch eine Feuerfalle. Das kann ich natürlich nicht gutheißen hier. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Was Cooles? Ja. Oh, die hat nur noch nicht so besonders viel Leben. Was? Okay. Dann scheint in diesem, im Grab von Amenhotep des Erstens, nichts zu sein. Schön. Außer, ich gehe einfach mal davon aus, dass da nichts drin ist, weil... Ich muss sowieso nachgucken, um sicher zu gehen, weil... Nachher ist da am Ende wirklich was drin und dann stehe ich blöd da. Und muss hier nochmal hin zurück. Hab's bis dahin wahrscheinlich schon längst vergessen und irre bis in alle Ewigkeiten im Tal der Könige herum. Auf der Suche nach dem richtigen Dungeon. Okay, hier ist zumindest nur so eine kleine Kammer. Das begrüße ich sehr. Und die Viecher hier hießen gerade vergoldete Krieger. Wer zur Hölle? Vergoldet Skelette. Und... schließt sie dann in Grabkammern ein. Ich meine, Ägypten war ein sehr reiches Königreich. Also denke ich zumindest. Okay, im Grab von Amenhotep des Ersten ist nichts. Aber so reich, dass sie ihre Skelette vergolden und sie hier in Grabkammern deponieren, damit sie irgendwann einem armen, hilflosen Let's Player zur Last fallen. Mensch, Mensch, Mensch. So gut möchte ich auch einmal, dass es mir geht. Okay, dieses Grab ist abgeschlossen. Gut, dann sind die Gräber untereinander dann doch nicht so groß. Außer wahrscheinlich, dass das, in dem der Telkine letztendlich sein wird. Was auch irgendwie Sinn macht, weil... der letzte Dungeon vor dem Endgegner, der muss natürlich noch groß und überzogen sein, damit man sich auch möglichst lange auf den Endgegner freuen kann. Und das tue ich auch, weil... der letzte Telkine, der war jetzt nicht so gefährlich. Also den konnte man sehr, sehr gut besiegen. Und deswegen denke ich einfach mal, dass dieser ebenfalls leicht zu besiegen sein wird. Gut. Ach, immer diese Viecher hier. Sand, wie heißen die? Sandspuk, genau. Mann! Lasst mich doch mal in Ruhe. Zack, zack, zack. Habe ich nicht sogar noch irgendeine...
Ich muss die erste töten. Oh yeah, eine neue Fertigkeit. Habe ich hier was? Ne. Ich dachte, ich hätte hier vielleicht irgendwas, aber... Ach genau, ich wollte die hier rein, investieren. Dann machen wir das doch mal. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Super. Aber ich habe hier was Tolles. Was? Ach so, natürlich, ich habe so viel Stärke. So, Geschicklichkeit 2. Okay, ich habe noch 2. Das ist cool. Was bringt Geschicklichkeit eigentlich? Ach, gar nichts. Okay, das hat keine irgendwie speziellen Auswirkungen auf meine anderen Attribute. Grab von Amenmes. Amenmeses. So. Wächterstatuen aus Sandstein. Oh yeah, die sahen für mich... Okay, die sahen für mich gerade auf den ersten Blick wirklich nur aus wie Statuen, die da einfach nur so rumstehen. Aber natürlich ist dem nicht so. Und die halten auch verdammt viel aus. Im Vergleich zu dem, was sie sonst so rumschwirrt. Oh Gott, und diese Giftfalle macht verdammt viel Schaden. Ja, ist ja gut. Die macht echt verdammt viel Schaden. Ich glaube, die letzte, die alle, die machen so viel Schaden. Mensch. Oh ja, stimmt, die haben ja noch eine zweite Form. Hat sich fast vergessen, diese Wächter mit den rotglühenden Schwertern. Aber die sind noch nicht sonderlich. Stufe 31, ich glaub's nicht, ey. Die Stufe, die ich momentan, wenn ich die 2 habe, haben die hier in Titan Quest. Gegenüber mir. Obwohl ich ja Stufe 23 jetzt bin, immerhin. Es geht voran. Wir haben Fortschritt. Ich kann es nicht oft genug betonen. So, ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass in diesen Nebenkammern jetzt nichts... Okay, in einer dieser Nebenkammern findet sich ein Gang, der weiter in den Dungeon reinführt, weil sonst gibt es hier keinen sonstigen nennenswerten Hauptgang. Deswegen muss dem so sein. Was bist du hier eigentlich schon wieder für ein Badass-Zauberer? Ein Priester? Ja. Ohohoho. Ach so, ich verstehe. Auch wieder ihr Kleinen. Ihr seid so süß. Ihr begleitet mich von... Ihr begleitet mich wahrscheinlich das gesamte Spiel durch. Die Euronymosen. Oder wie? Keine Ahnung, irgendwie so hießen die. Zack und zack. Mütze der Nadeln. Das ist ein Name, der ist so episch. Was macht die? 32, ne, nicht gut. Aber das Ding ist gut. Das Ding ist sogar ziemlich gut. Hat mehr Rüstung und, ja, zwar kein Blitz, dafür aber Kältewiderstand. Warte, jetzt habe ich ziemlich viel Kältewiderstand, aber nicht so viel Blitzwiderstand. Egal. Das Ding ist auch gut, aber wenn ich das, ja, dann kann ich wahrscheinlich die nicht mehr anlegen, genau. Ach, Mann! Immer dieser Zwang an bestimmte Gegenstände, wenn die Attribute senken. So blöd. Aber egal. Mit jedem Item werden wir ein kleines Stückchen besser. Da bitte runter. Hallo, meine Kleinen. Papa ist wieder da. Die hier, diese Schattenläufer, die sehen sogar relativ böse aus. So, im Vergleich zum Rest dieser Monstergattung, zu der er offensichtlich gehört. Aber die kann ich einfach nicht ernst nehmen. Die sollte auch niemand ernst nehmen. Und wenn jemand es doch tut, dann kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Die hinterlassen auch recht nichts Wertvolles. Okay, dann bin ich hier jetzt in der dritten Etage. Dann sollte es das ja eigentlich gewesen sein. Wenn das hier der... nicht das richtige Grab ist, bevor ich einfach mal ausgehe. Jetzt ballert der mich hier auch schon wieder einfach ab. Ohne seine Kompanie zu treffen, denn es gibt ja keinen Friendly Fire. Was ich sehr begrüße übrigens, weil das ist fies. So, komm. Du kommst her.
Oh, da ist einer von diesen Plasma-Schreien. Ja, den mache ich aber lieber ganz schnell kaputt, bevor der mir hier ganz böse Viecher ranbeschwört. Und ja, die gehen automatisch weg, sobald er kaputt ist. Kann ich mit dem denn noch irgendwas machen? Ne. Das ist einfach nur die Statue eines extrem abgemagerten Schakals. Schakarl. Okay, dann war in diesem Grab wohl auch nichts. Gut, dann bleibt ja eigentlich nur noch eins übrig, sofern die drei die einzigen sind, die es im Tal der Könige gibt und es nicht irgendwie noch andere Gräber gibt, die aber außerhalb meiner Kartenreichweite sind und die ich deshalb nicht gesehen habe. Was ich einfach mal hoffe. Obwohl die Gräber hier eigentlich relativ schnell vorbeigehen, muss man sagen. Also dafür, dass es so eine Glückssache hier ist, muss ich sagen, ist es doch schon ziemlich fair, dass die Gräber nicht zu groß sind und kommt der... Das... Na? Nix? Okay. Aber einfach der Vollständigkeit halber hier rein. Damit man die Gräber alle komplett erkundet hat. Muss sein. Wir haben ja genug Zeit. Das Let's Play geht sowieso lange genug. Glaubt's mir. Okay. Hier waren wir, da waren wir. Ja, dann... Oh, um Gottes Willen. Lauerer. Ameisenlöwen. Die Viecher, die überraschen mich immer wieder. Die sind so groß, aber sie können eigentlich nichts. Okay, aufgrund der Tatsache, dass es hier nicht weitergeht. Ich meine, gut, hier wird es immer noch weitergehen, aber wahrscheinlich ist da dann auch das finale Grab, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe ja dieses Grab, was ich für das finale Grab aufgrund meiner Erinnerungen hielt, schon von weitem aus gesehen und das hatte nicht diese, sag ich mal, Lage wie das hier. Deswegen denke ich einfach mal, dass es drei... dass diese drei, die wir bis jetzt gesehen haben, alle komplett falsch sind und dass das Richtige nachher noch kommen wird und da halt, dass wir da gleich dann noch hinkommen. Boah, diese Zauberer, die ziehen mir ganz schön viel ab. Geht doch nicht. Und die treffen auch wirklich immer, weil das sind Zauber, die zielsuchend sind. Das ist ziemlich übel. So, mit zwei Schlägen jeden kaputt hauen. Sturmimbus tut sein Nötiges. So. Ja, auch nix, Mann. Nix Wertvolles finden wir hier. So deprimierend. Nein. Es gibt ja zum Glück immer noch die Chance, dass irgendwo mal ein gelber Gegenstand drin ist. Und das ist dann... Das ist okay. Ich dachte, das wäre ein Runde Wiedergeburt, aber nein, es ist bloß ein... kleiner, niedlicher, putziger Schrein. Ja, Schreine sind putzig und niedlich. Oh, da sehe ich doch schon wieder einen Sarkophag. Hallo. Und ganz viele kleine Dämonen. Die alle auf die Fresse wollen. Von denen ich aber irgendwie seltsamerweise nicht alle treffe, selbst wenn die alle um mich rumstehen. Das finde ich... ein bisschen seltsam. Aber komm. Wir kriegen auch, habe ich das Gefühl, hier ganz schön viele Tränke hier zugeschmissen, weil wir haben immer noch 47 Gesundheitstränke und 24 Energietränke. Das macht mir Angst. Sehr viel Angst sogar. Hier, diese Grafikbugs meine ich, die da gerade waren und jetzt immer noch sind. Da habe ich ja irgendwie... Da frage ich mich, was ist das? Ist das gewollt oder sind das wirklich Grafikbugs? Noch mehr kannst du nicht halten. Och Leute. Na dann. Wollen wir ja mal zurück ins Tal der Könige. Beziehungsweise, wir sind ja schon im Tal der Könige, aber zum Händler. Damit er uns sagen kann, was hilft denn dagegen? Bitte. Dankeschön. Angriffsqualität? Nö. 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 Ist... Ach, genau. Nee. Nee, lass mal. Nee, machen wir auch nicht. Das kann weg, das kann weg. Weg, 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 weg. Ist hier noch was drin? Oh. Okay, dann können wir dafür gleich nicht mal das beißende Sichelschwert... wegtun, also das zweite.
Na, das hier ist ja grün, genau. Warum ist unser Schaden denn dann geringer? Ich meine, unsere Angriffsgeschwindigkeit ist dann höher, aber nicht so gut, dass es eventuell irgendwas nutzen könnte. Mann. So blöd. Da finde ich schon mal irgendwas, was besser ist. Und dann nützt es mir nicht mal was. So. Komm ruhig wieder. Oh, glaub mir. Das mache ich ganz bestimmt. So. Weil, so wie ich das hier im Gefühl habe, werden wir hier noch ein klein bisschen Zeit im Tal der Könige verbringen. Und deswegen wirst du der einzige Händler sein, der hier in der näheren Umgebung ist.